Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem neuesten Video. Wir sind hier im Xperion, der ultimativen Zockerecke im Saturn am Alexanderplatz in Berlin und wollen uns mal anschauen, was denn so in Sachen Gaming-Monitore aktuell los ist. Das heißt, wir gucken uns mal an, was gibt es so auf dem Markt, was muss man dafür ausgeben und was sind vielleicht die Trends. Und um diese Fragen zu klären, treffen wir uns hier mit einem Experten, also kommt er am besten einfach mal mit rein. So, wir haben hier mal in einem kleinen Nebenraum Platz genommen, dem sogenannten Streaming Cube, denn im weitesten Sinne sind wir ja auch irgendwie Streamer. Neben mir hier sitzt der gute Henning. Freut mich, dass du dir Zeit genommen hast für uns, denn wir wollen uns ein bisschen über Hardware unterhalten und wir wollen auch ein bisschen tiefer ins Detail gehen, als das vielleicht normalerweise stattfindet. Und dafür ist Henning genau der richtige Mann, denn der steht auch jeden Tag auf der Verkaufsfläche und berät die Leute, was sie denn brauchen und wo sie das meiste für ihr Geld bekommen. Okay, wenn hier jetzt jemand reinkommt und sagt, einfach nur, ich brauche einen Gaming-Monitor. Was ist denn so die erste Frage, die du ihm stellst? Was heißt denn Gaming eigentlich? Sitzen wir in einem Raum mit Fenstern im Rücken, wo die Sonne reinscheint? Oder doch eher im dunklen Keller? Zocken wir eher schnelle, reaktionsfähig, intensive Spiele wie Shooter zum Beispiel? Oder wird es doch eher Assassin's Creed? Wie ist denn das mit der Größe vom Monitor? Wie lege ich mich denn auf die ideale Größe fest für meinen individuellen Anwendungsfall? Das kommt darauf an, ob Gaming, würde ich sagen, das einzig Wichtige ist oder ob auch sowas wie Workstation-Arbeit, Office-Arbeit wichtig ist. Monitore haben wir von 24 Zoll bis zu 43 Zoll. Das heißt, die Frage ist erstmal nicht nur, was mache ich damit, sondern ist überhaupt der Platz vorhanden? Ja. Dachschräge 43 Zoll wird vielleicht ein bisschen schwierig auf dem Schreibtisch. Ja, das stimmt. Dementsprechend ist eine andere Sache, die man sich überlegen kann. Reicht mir einer oder sonst doch vielleicht eher zwei oder drei nebeneinander sein? Ich zum Beispiel habe bei mir auf meinem Schreibtisch drei Monitore stehen. Das sind alles 24 Zoller, aber die sind eben alle drei halbwegs klein, aber nebeneinander. Du bist professioneller Valorant-Spieler. Spielst du dann auf allen drei nebeneinander oder machst du so auf einen? Ich wollte gerade sagen, auf einem ist dann der Chat, in der Mitte ist wahrscheinlich dann das Spiel und rechts ist dann irgendwas anderes noch. Genau so soll es sein. Also mein Hauptmonitor ist mein Prachtstück des Setups, wenn du so möchtest. Das heißt, der hat die schnellste Reaktionszeit, der hat die höchste Bildschirmwiederholfrequenz. Eben das, was ich brauche für das, was ich mache, das ist Valorant in diesem Fall. Und die anderen beiden sind letzten Endes einfach nur da, um ein Bild zu geben für eben meinen Discord, für die Serie, die ich gucken möchte währenddessen. 24 Zoll ist erstaunlich klein. Ist das gängig so im E-Sports, dass man sagt, eher so die kleineren Monitore, beziehungsweise warum eigentlich? Da geht es, würde ich sagen, vor allem um Preis-Leistung und um den Punkt Auflösung. Wie scharf ist das Bild? Ja. Nehmen wir das typische Full HD. Die meisten Monitore, auch noch ein paar Fernseher, haben Full HD 1080p als Auflösung. Und je größer der Bildschirm bei der gleichen Pixelmenge, desto unschärfer wird das Bild. Dementsprechend ist bei 24 Zoll, so würde ich sagen, der preis-leistungsbeste Punkt, wo man ein möglichst scharfes Bild für die Pixelmenge bekommt, aber trotzdem eben nicht so viel Geld ausgibt. Und dann wahrscheinlich auch die entsprechend hohe Bildwiederholfrequenz, weil das wird jetzt gerade für so ein Spiel wie Valorant wahrscheinlich der Hauptpunkt sein, dass du dann sagst, ich entscheide mich für einen kleineren Monitor, der dann aber entsprechend mit einer höheren Bildwiederholfrequenz läuft. Ja, richtig, da geht es auch wieder um Preis-Leistung. Natürlich könnte man auch 32 Zoll mit 500 Hertz nehmen. Das macht ja erstmal nicht wirklich viel aus. Ja. Aber wenn man eben nicht 1000 Euro ausgeben möchte, dann ist das einfach die Option. Ich sag mal, die meisten wählen möchten. Vielleicht kannst du einmal für die Leute, die so ganz am Anfang stehen, erstmal erklären, was ist überhaupt die Bildwiederholfrequenz, beziehungsweise inwiefern unterscheidet sich das Ganze von den Frames pro Sekunde, also das, was man als FPS kennt, inwiefern ist es miteinander verknüpft oder wie hat es vielleicht auch nichts miteinander zu tun? Ja, gerne. Die FPS, die Frames per Second sind die Menge an Bildern, die der PC pro Sekunde produzieren kann. Und die Bildschirmwiederholfrequenz, Herzzahl eines Monitors, ist die Menge an Bildern pro Sekunde, die der Monitor anzeigen kann. Das heißt, ich kann einen PC haben, der mit 1000 Bildern pro Sekunde produzieren kann. Wenn mein Fernseher oder mein Monitor aber nur 60 zeigen kann, dann habe ich davon auch nicht viel. Das heißt, es muss immer eine gewisse Balance geschaffen werden zwischen dem, was mein PC, meine Konsole produzieren kann und dem, was mein Endgerät, mein Monitor mir dann wirklich auch anzeigen kann. Und es gibt da letzten Endes 3 bis 4 Stufen, die man geht. 60 Hertz ist das typischste, 60 Bilder pro Sekunde. Das haben die meisten typischen Fernseher, die meisten typischen Monitore im Office-Bereich. Dann gehen wir auf 144. Das ist das, wo die meisten Einsteiger-Gaming-Monitore ihren Platz finden. Wenn wir dann in den speziellen Bereich E-Sport gehen, unter anderem mein Monitor, der hat dann 240 Hertz. Da sprechen wir dann von High-End. 240 Hertz ist dann ein Bereich, wo man auch zu den Höhen und Tiefen der FPS nicht mehr wirklich viel Differenz merkt, weil das ist halt eine echt hohe Zahl und die noch wahrzunehmen ist dann irgendwann auch schwierig. Ja. Auch darüber gibt es noch ein paar wenige absolute High-End-Geräte, aber ich würde sagen, das sind die drei wichtigen Stufen. 60, 145 und 240. Ich erinnere mich an einen 360 Hertz Monitor von Dell, den ich irgendwann mal geschrieben habe, wo dann auch diskutiert wurde in der Kommentarspalte, macht es dann nicht vielleicht Sinn, dass man eher sagt, okay, dann gehe ich lieber direkt auf WQHD mit 165 Hertz oder so, das wird wahrscheinlich vom Rechenaufwand ungefähr gleich sein. Aber genau das ist auch der Stichpunkt, ne? Also der Rechenaufwand, der dahinter steckt. Also es muss immer im Verhältnis stehen dessen, was ich im PC habe, zu dem, was ich dann letztlich anzeigen kann.
Also es gibt auch verschiedene Formate mittlerweile von Bildschirmen. Inzwischen haben wir eigentlich schon sehr, sehr lange 16:9. Inzwischen gibt es da doch etwas exotischere Varianten. 21:9, ich habe auch schon 21:10 gesehen. Was würdest du denn sagen, was ist so das Gängigste, beziehungsweise was macht am meisten Sinn fürs Gaming? 16:9 ergibt gerade für die populärsten Spiele, also alle Arten von Shootern, Counter-Strike, Valorant, League of Legends als bestes Beispiel, ergibt 16:9 am meisten Sinn, weil die Spiele für dieses Format optimiert sind. Wenn wir jetzt aber von diesen kompetitiven Spielen weggehen zu, sagen wir mal, Simulatoren, Formel 1 Racing-Simulatoren als bestes Beispiel, dort kommt ein weiteres Bild einfach mit einem viel immersiveren Gefühl. Also man ist viel mehr drin, wenn eben der Bildschirm nicht nur so viel einnimmt, sondern eben so viel einnimmt. Ist das auch der Grund, warum man die Teils dann curved, also gekrümmt baut? Absolut. Letzten Endes geht das da so ein bisschen um Ergonomie, wenn man so möchte. Wenn mein Bildschirm so breit ist, aber gerade, dann ist es für das Auge anstrengend, erst sich auf Mitte zu fokussieren und dann auf den Rand, weil die ist logischerweise weiter weg. Wenn wir aber den Bildschirm curven, dann ist jeder Punkt des Bildschirms ungefähr gleich weit von meinem Auge weg und deswegen ist das für mich viel entspannter. Und dadurch, dass er eben durch die Krümmung mehr vom Sichtfeld einnimmt, ist es eben auch viel, hat gesagt gerade schon, immersiver, also viel eindrücklicher, man ist viel mehr drin. Was ist das hier für ein Gerät? Wir haben hier den relativ neuen Samsung Odyssey Arc. 55 Zoll mit 1800R, also einer der gekrümmtesten Monitore überhaupt und dadurch einer der, sagen wir mal, immersivsten, also der intensivsten Monitore, die ich überhaupt auf dem Markt gesehen habe bis jetzt. Ist das so ein Trend, wo du sagen würdest, da glaubst du, dass da noch mehr kommt oder ist das eher so ein Nischending? Ich würde sagen, da kommt garantiert noch mehr. Also der typische Flatscreen 24 Zoll ist jetzt für mich als E-Sportler vielleicht auch interessant, ja. Aber nun bin ich echt die Minderheit. Vom Odyssey Arc gehen wir mal rüber zu LG zum Beispiel. Auch hier haben wir jetzt nun keinen 24 Zoll mehr, sondern wir haben hier super Ultra-Wide im Monitor. Was sind das, zwei 27er nebeneinander? Oder? Richtig. Ah, okay, ja klar. Monitor, auf dem man natürlich auch zocken kann. Aber einer der, ich würde sagen, besten Punkte von so einem Monitor ist Workstation-Arbeit, Office-Arbeit. Wir haben einfach einen durchgehenden Monitor und dafür, gerade für, wir sehen es jetzt gerade, Videobearbeitung, Bildbearbeitung, ist das quasi ein Nonplusultra. Ja, das sind einige Beispiele von eben nicht typischen Bildschirmformaten, sondern eben Ultra-Wide oder in diesem Fall sogar Super-Ultra-Wide. Dann lass mal kurz über die verschiedenen Pendeltechnologien sprechen, weil das ist tatsächlich auch gerade im Monitorbereich wahrscheinlich noch mal wichtiger als im Fernsehbereich. Was sind so die drei großen, die man traditionell hatte? Ja, wir fangen an beim TN-Panel. Das ist das schnellste historisch und deswegen auch am meisten verbaut in den E-Sports gebrandeten Monitoren. BenQ als bestes Beispiel. Die machen sehr viele Monitore mit TN-Panels. Dann haben wir das VA-Panel, das schönste von den drei Panels. Wir haben dort die höchste Kontrastrate, die wir finden können beim Monitoren, innerhalb dieser drei Panelarten. Wir haben allerdings beim VA-Panel keine schönen Blickwinkel. Das heißt, wenn der Monitor nicht frontal zu mir steht, sondern vielleicht mein zweites Gerät ist, dann sieht der nicht so wahnsinnig schön aus, wenn ich eben von der Seite drauf gucke. Er hat einen weiteren Nachteil, und zwar ist die Reaktionszeit nicht so wirklich gut. Deswegen findet man VA auch selten in diesen E-Sports gebundenen Monitoren. Gerade wenn es dunkel ist, also auf dem Monitor Schwarzbereiche, haben im VA oft eine wesentlich höhere Reaktionszeit als der Rest. Dann haben wir als drittes das EPS-Panel. Das EPS-Panel hat so ein bisschen von allem was und deswegen ist es auch das teuerste von den dreien. Das heißt, wir haben eine mittlerweile quasi gleiche Reaktionszeit zu TN oder zumindest sehr ähnlich. Wir haben in den meisten Fällen bessere Farben als TN, immer noch nicht so gut wie VA, aber zumindest ist es besser. Und dementsprechend ist EPS das, was ich würde sagen, für die meisten das beste Gesamtpaket bietet. Aber Nachteile hat IPS ja auch, denn wenn wir uns zum Beispiel angucken, die Schwarzwerte, ne, also die getrennt sind von den Farbwerten, die sind bei IPS dann leider immer noch, selbst wenn LG mittlerweile sowas wie IPS Black hat, sind dann nochmal eine ganze Ecke schlechter. Also wenn man in so einem komplett abgedunkelten Raum, und wir haben es vorhin gesehen, hier habt ihr so einen Raum, also wirklich eine richtige Zockerhöhle, da ist dann das Schwarz auf dem Bildschirm dann schon eher so ein Grau. Da sollte man dann vielleicht überlegen, wenn das zu 99% der Einsatzzweck ist, dann möglicherweise doch nicht die beste Wahl. Was ist denn so das nächste große Ding, wo du sagen würdest, das kommt jetzt und wird in Zukunft richtig groß werden? OLED in Gaming-Monitoren. Endlich mal im Gaming-Monitor. Endlich mal im Gaming-Monitor, ja. Die Leute stellen sich seit Jahren schon eigentlich die Fernseher immer hin, ne? Ja, so mit 42 Zoll. Wir haben es vor Jahren schon gesehen in den typischen Hausfernsehern, weil es eben die mit Abstand schönsten Bilder produziert, die man sich vorstellen kann. Ja. Aber nicht nur das, weil OLED hat dazu auch noch die besten Reaktionszeiten und einfach das beste Gesamtpaket, was man sich vorstellen kann. Dementsprechend bin ich sehr froh darüber, dass Firmen wie LG zum Beispiel jetzt endlich die Tage einen Monitor rausbringen, der genau das kann. 240 Hertz, Full HD und eben OLED Bildschirmtechnik. Also das, was ich brauche für meinen PC. Also ich muss den kaufen. Und ich hoffe mal, dass wir da vielleicht auch in absehbarer Zeit schon den ersten Deal zu haben werden, weil ich muss ehrlich gestehen, also Full HD ist jetzt nicht so mein Ding, aber zumindest mit WQHD und dann vielleicht 165 Hertz. Ich glaube, da könnte ich dann vielleicht auch schwach werden. Also lassen wir uns mal überraschen. So, wir haben uns nochmal in so eine kleine Booth hier gesetzt, weil hier ist auch noch eine kleine Kuriosität.
Grandiosität zu sehen. Was habt ihr denn da zusammengebaut? Koga hat uns hier einen PS5-Koffer gestellt. Okay. Das heißt, hier ist er nun permanent stationär, aber wenn man wollte, könnte man den zusammenklappen und mitnehmen. Wir haben ja also Platz eben für die neue PS5, für die beiden Controller, die dabei sind und eben für einen Bildschirm vorne drin. Und hier könnte man, wenn man wollte, alles zocken, was man will. So, ich danke dir an der Stelle ganz recht herzlich, dass du uns hier so viele Einblicke ermöglicht hast und dass du uns auch Tipps gegeben hast. Ist ja auch nicht jeden Tag, dass man einen Profi-Valorant-Spieler neben sich hat, ohne das vorher zu wissen. Und ich würde sagen, ihr zu Hause, ihr schreibt jetzt mal in die Kommentare, was ihr hier mit euren Freunden im Xperion in Berlin am liebsten zocken würdet. Vielleicht habt ihr auch Lust, einfach mal vorbeizuschauen und möglicherweise sieht man sich da mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert gerne mal den Kanal, aktiviert die Glocke, lasst gerne auch ein Like da und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.